bin eben noch einer Maus über den Weg gelaufen. Oh, derselben Maus oder einer anderen Maus? Ne, einer anderen Maus, die auf dem Weg in meinen Keller war. Und? Fand ich eher weniger gut. Verstehe ich gar nicht. Okay. Gefährtengruppe einladen. Hallo, mein Sohn. Naja, hallo, Mutti. Okay. Folge mir. Ja. So, mal sehen, ob's. Also, ich habe jetzt nichts weiter mehr gefunden. Ja, nicht schlimm. Das Einzige, was halt, wie gesagt, sonst noch. Halt die alte Taktik. Erst gucken, ob's über Ingame geht. Ob man dann entweder zum Shop geleitet wird oder ob man Glück hat und das Ingame doch kaufen kann. Aber wie gesagt, bei mir ging's ja damals nicht, wo ich privat gespielt habe. So, warum greifen wir uns denn an? Doch. Arschlöcher. Kaya, du hast einen schönen Hut, sagt Dattel. Ja, danke schön, ich weiß. Der war teuer. War teuer. Ich liebe ihn auch. Das ist eigentlich mein Freizeittuch. Und jetzt muss ich kurz hier meinen Kämpferhut aufsetzen. Helm. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ja, weißt du, das macht man am besten am Ende, am Anfang des Kampfes und nicht am Ende. Ja, der drückt immer so sehr, das weißt du doch nach einer Zeit. Oh, was habe ich eigentlich für ein Weicheier als Sohn? Ja, nun. Hallo, das quetscht mir halt die Öhrchen ein. Das quetscht mir die Öhrchen ein. Ja, nun. Du lasst, ich muss so leben. Hallo, Lauterer. Schön, dass du da bist. Guck mal auf den Hengstackerhof. Ja, da sind wir gerade auf dem Weg hin. Da sind wir gerade auf dem Weg hin. Aber trotzdem danke. Weil wir waren jetzt gerade verzweifelt am Suchen, weil ich habe es zuletzt halt nur über VIP erreichen können, als ich privat gespielt hatte vor einigen Monaten. Und ja, ja. Ich musste mir extra einen Kredit aufnehmen. Ach, heul leise. Heul einfach leise, ey. Ja, das ist ja langweilig. Ja, stimmt auch wieder. Scheiße, ich hab vergessen, mir mein Getränk aus der Garage zu holen. Oh, heul leise, weißt du, heul leise. Zum Glück bin ich schon immer VIP. Ja, ich war halt für 2 Monate dann halt. Und da hatte ich dann halt, oder konnte ich mir dann halt wunderbar die Reizfähigkeit kaufen. Jetzt sind wir gerade beide VIP geworden und können die Reizfähigkeit trotzdem nicht kaufen. Aus irgendeinem unersichtlichen Grund. Ich weiß nicht, ob der Shop eine gewisse Anzahl nur hat und grundsätzlich immer ausverkauft ist. Also so, manchmal, wenn ich das hier lese, Aidarilia, Mutter von Kaya, dann denke ich mir so, ach, hier müsste man das mal irgendwie wieder ändern, ey. Hallo? Deine Mutti hat das gehört. Ach, scheiße, ich hab mich gar nicht gemutet. Oh, Mist. Komm. Och, Mutti, das war doch nicht so... Doch, war's. Nein. Doch. Was? Nein. Doch, nein, was? Nein, nein, das war wirklich. Das war wirklich nicht so gemeint. Nee, alles gut. Weißt du, deine Mami macht sich jetzt hier die Mühe und sucht für dich nach der Reitfähigkeit. Ja, das finde ich auch nett von meiner Mami, dass sie das tut. Alles gut. Im nächsten Waisenhaus gebe ich dich ab. Jetzt mach mal keinen Aufstand hier, ne? Mach so weiter und ich reite voraus. Und lass dich hier in der Pampa zurück. Dann darfst du zusehen, wie du klarkommst. Ohne Essen, ohne Trinken, ohne Familie. Ja, da logge ich mich auch und das Thema ist erledigt. Nein, so einfach geht das nicht. Das hier ist ein Bund fürs Leben, ja. Ach, so lange? Ja. Da kommst du nicht mehr drauf. Raus, 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 drauf, raus. Rein. Was? Raus, rein, rein, raus. Rein, raus. Das gute alte Rein-Raus-Spielchen. Also, ich meine, diese Lego-Bausteinchen, ne? Nichts Blocko, anderes. Mann, Blocko, ja, natürlich, Mann. Blocko. Ja, wir sind, ne, Jungfrau und so. Ja. FSK 0. Boah, wie weit ist das denn eigentlich noch? Alter, heul leise. Hättest du dir ein Pferd geholt, als ich mir ein Pferd geholt habe und Reitfähigkeit, dann wäre das alles nicht passiert, so. Ja, hätte ich mir ein Pferd geholt, wo du dir ein Pferd geholt hast, hätte ich gar nicht gewusst, dass du dir ein Pferd geholt hast, weil ich mir gar kein Pferd geholt habe.
Ich habe dir gesagt, ich hole mir ein Pferd. Habe dich gefragt, wollen wir zusammen? Nö, mach du mal. Das hast du mich nicht gefragt. Doch, das habe ich dich gefragt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Warte mal, ich muss mal kurz die Nachricht spielen. Nochmal mit seinem Pferd. Und dann stimmt das nicht. Ein Jubiläumsross. Ich will kein Jubiläumsross. Das kriegst du auch nicht. Hallo. Was kann ich für euch tun? Verdammter Fuck, Chat geht zu. Bist du nicht? Pferdeherr, hallo. Kann ich bei dir? Was benötigt ihr? Ja gut, du kannst dir Pferde kaufen, aber... Also ich hab hier, wie kann ich ein Reittier erstellen? Echt? Die verschiedenen Reittierfertigkeiten. Also wie gesagt, wie kann ich ein Reittier... Stimmt, ich grüße euch. Hab ich aber schon erledigt. Ja super, ja hier steht, kannst im Herder Ringeshop kaufen, was wir ja nicht gefunden haben. Klick einfach mal drauf. Ich kann nur unten Danke sagen für die Information. Was? Ja, warte, ich schicke dir durch. Ja, nein, ich hab's selber. Ach so, ich kann nur Danke sagen. Und das möchte ich nicht mal, weil er mir nicht geholfen hat. Penner. Warte mal. Ich gehe jetzt mal direkt aus dem Spiel in den Shop. Einfach mal aus Jux und Dollerei. Was für eine kleine, miese, Kacke. Ist ab 18 Uhr, du darfst fluchen. So. Du gehst jetzt bitte mal... Warte mal. Unten rechts im Herr-der-Ringe-Shop? Ja, du gehst jetzt bitte einmal unten rechts in den Herr-der-Ringe-Shop. Jetzt darfst du dir nämlich alles kaufen, was du möchtest. Oh, ja. Die Seite kenne ich. Die kam mir gerade schon mal bekannt vor. So, ich suche jetzt mal für dich, weil ich habe ja, ne? Ich weiß nicht, ob ich es finde, ob mir das überhaupt angezeigt wird. Aber ich habe die Hoffnung, dass mir vielleicht angezeigt wird, dass hier irgendwo Reitfähigkeit oder so steht. Du kannst dir auf jeden Fall jetzt mehr Pferde kaufen und mehr Tiere als vorher. Ja, was bringt mir das, wenn ich sie nicht benutzen kann? Ja, ich suche es doch. Kaufen. Ich bin doch dabei. Problem ist, dass ich es vielleicht nicht finde, dadurch, dass ich es schon habe. Deswegen musst du vielleicht mitsuchen. Ich bin doch im Shop. Einfach nur nach Reitpferd. Also gut, wenn du das Suchfeld benutzt... Kommt gar nichts, ich weiß. Da kommt noch nicht mal für das jeweilige Wort etwas. Also. Ich weiß, das hatte ich auch schon aus... Deswegen... Du guckst jetzt einfach sämtliche Felder durch. Egal, wie lange es jetzt dauert. Irgendwo muss es das geben. Ich hoffe, dass ich es selber jetzt noch irgendwie finde. Dass mir das vielleicht irgendwo... Vielleicht ist das auch irgendwo anders versteckt. Aber jetzt sollte es ja möglich sein. Ne? Ja. Bei dem, was wir... Warte mal. Fertigkeiten? Ne, das sind Karten. Reisefertigkeiten? Ne. Marktstammfertigkeiten? Nein. Charakter... Hier, ich hab's. Oh Gott sei Dank, kauf's. Kauf's einfach. Reitfertigkeit. Wird für die Verwendung. Lies es nicht vor. Kauf's einfach. Kauf. 95 Öcken. Ja, hab ich. Kauf's einfach. Hab ich. So. Wie viele Punkte hast du jetzt noch? Oh. Ja. 1370. 1370. Ach nee, das reicht nicht. Wenn ihr sagt, das reicht nicht, dann ich gehe einfach nach Hause. Du bist zu Hause. Nein, du kannst dir tatsächlich, du kannst grün bemaltes Skelettross kannst dir kaufen. Wo jetzt, bei ihm? Bei Reittiere. Im Shop bei Reittiere. Du kannst dir bei ihm auch was kaufen, aber ne, kannst du gleich hier vergoldetes Reittier kannst du kaufen. Roste Dämmerstunde kannst du kaufen. Julfestschimmel kannst du kaufen. Skelettros, Reiters, Dingens, Kirchen. Geduld. Hier, ich habe hier Reitbündel. Helles, rotbraunes Ross. Helles, rot. Helles.
Kaufe. Reitbündel. Ja, Helles. Helles. Ach da, Reitbündel. Heißt irgendwie alles Helles, Rot, Bornes, Rost und sehen irgendwie alle verschieden aus. Bist du im Shop oder bist du in dem im Game Shop? Im Shop. Im Shoppy Shop. Ah, hier, Bündel des Skeletts. Aus. Kauf das, was du dir leisten kannst. Das muss nicht unbedingt das Bündel sein. Es reicht, wenn du bei ganz normalen Reittieren. Nee, dann gebe ich wenigstens das ganze Geld aus und dann bin ich die Scheiße wenigstens los. Solange du es dir leisten kannst und du dann wenigstens reiten kannst. Oder ein Pferd Bündel hast. Das Bündel des Skelett-Ross-Reiters kostet 1.159 95 und ich habe 1.370, also ja. Ja, mach Hauptsache, du hast es. Ach, da, ah, okay. Das Geilste ist, bei dem Bündel des Skelettrosses kriegst du sogar die Reitfähigkeit dazu. Das was? Ach so. Der was? Da. Nee, dann kaufe ich mir das nicht. Ich will doch nicht verarschen hier, ey. Da hole ich mir irgendein anderes hier für. Ja, dann geh doch ganz normal auf Reittiere mal. Ja, dann hole ich mir jetzt halt hier dieses. Den Pimmelophant hier da. Da stehen noch Pferde rum für euch, die Elbengesindel. Ist doch kein Problem, dem hart arbeitenden Menschen etwas wegzunehmen. Hallo, wir klauen nicht. So habe ich. Jetzt habe ich noch 620 Gut. Punkte. Was ich, kann ich sie dir irgendwie. Willst du sie haben? Ich schenke sie dir. Nein, vergiss es. So. Ich will sie nicht. Ich weiß jetzt nicht. Oh Gott, nein. Sag nicht, ich weiß jetzt nicht. Sie müssen rein theoretisch müssten sie in deinem Inventar sein. Rein theoretisch. Wenn es da nicht ist, weiß ich nicht genau, wo es ist. Dann müsste ich mir nämlich auch erstmal was kaufen. Um zu sehen. Ah ja, doch, ist okay. In meinem Inventar. Dann musst du es einmal aktivieren. Glaube ich. Ja, da ist ein Pferd und ein komischer Brief. Das ist sehr gut. Wir nähren uns. Warte mal, seid ihr sicher, dass ihr dieses Reittier eurem Fertigkeitenfenster hinzufügen wollt? Dadurch wird der Gegenstand aus eurem Bündel entfernt. Ja. Ja. Ja, damit bindest du dein Pferd an deinen Charakter. Und wo ist es? Warte mal. Müsste bei Fertigkeit, oder? Nee, doch bei Fertigkeiten sein. Geh mal auf K. Ah. K? Und dann auf Reittiere. Jo. Da müsste es drin sein. Gleichzeitig. So. Ja, du hast endlich einen Gaul. Ah, das Ding heißt Koriander. Ich hasse Koriander. Ja, du darfst das Pferd auch umbenennen. Das werde ich umbenennen. Das kriegt den schäbigsten Namen ever. So. Elben haben einen Charakter. Ja, das wünschen sie sich. Natürlich, wir haben doch einen Charakter. So, jetzt dürfen wir wieder zurück, wo wir gestartet sind vorhin. Warte, wo kann ich das umbenennen? Du gehst mit Rechtsklick auf das Pferdsymbol, also auf die, da wo Absitzung steht, gehst du mit Rechtsklick drauf und dann auf umbenennen. Ist das unterste davon. Ah. Bei mir steht fettes, frisches Fass. Boah, wieder Ewigkeit für deinen Namen. Nee, hab schon. Na gut. Ein Namensvorschlag, Tod allen Elben. Ja, da kann ich angenommen. Hallo, ich wollte eigentlich dummer Tricks Boffin schreiben. Nenn ich das nicht an. Wieso geht das denn nicht? Geh ich gar nicht. Das Spiel. Wie geil. Wie wär's mit Ferdinand? Das führt mir hier so viel Nerven gekostet. Das ist gern. Ja, da ist es Koriander. Ich hasse Koriander, dann passt das schon. Himmelsrand gehört der Nord. Ferdinand ist aber echt cool. Ich spiel das, ey. Ey, komm, du kannst jetzt endlich reiten. Du bist nicht mehr der Lahmarsch. Toll. Ja, siehst du.
Ja. Nach Stunden haben wir es auch mal geschafft. Ja. Ich krieg das. Oh, spring doch darüber, du blöder Gaul, ey. Du musst mit Leertaste. Ja, das weiß ich, aber trotzdem hat das nicht gemacht. Du weißt, dass du auch am richtigen Zeitpunkt springen musst, oder? Ja, natürlich weiß ich das. Oh. Ja, ich meine ja nur. Also ich glaube, heute will ich gut schlafen. Oder auch schlecht, je nachdem. Gott, warum ist denn der Gau so langsam? Da bin ich ja zu Fuß schneller. Nein, bist du nicht. Naja, du hast dir halt ein Billigross geholt und keinen. Ja, hallo, mit dem, wo du gerade sagtest, bei dem anderen wäre die Reitfähigkeit mit drin gewesen. Ja, was hat das denn gebracht? Das andere Pferd wäre genauso schnell gewesen übrigens. Ja, das, warte mal, ich glaube, wie nennt sich das? Ich weiß nicht, ob das Premium-Pferde, nee, Premium-Pferde sind das glaube ich nicht, die sind glaube ich golden, oder? Ich weiß es nicht genau, es gibt auf jeden Fall verschiedene Klassen von Pferden, es gibt einmal die, die langsamer sind und es gibt einmal die schnelleren. Aber Hauptsache ist, du hast überhaupt ein Pferd, du bist ja nur minimal langsamer als ich. Koriander, mach hin, das ist ein Pferderoller an. Ich kann mir auch mein anderes Pferd holen. Also nicht holen, sondern ich habe ja zwei Pferde. Ich habe ja einmal das Pferd des Hofnarren und ich habe einmal das hier. Nee, lass mal, passt schon. Weißt du, wirst du erstmal von einem Wildschwein noch angegrunzt. Ah, da müssen wir hin. Bleibt doch nichts erspart. Nö. In der Tat nicht. Guten Tag! Steigst du mal bitte von deinem Pferd ab? Hallo, ich steig hier nie wieder ab. Was ist das ganz schön Aufwand war? Warum hat dein Gau einen Auspuff? Hä? Hat er doch gar nicht. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Ja, wolltest du lesen oder nicht? Nö. Ich lese nur noch die Hauptquest vor. Wo bist du jetzt denn? Da. In die Richtung. Das ist so nah, das können wir sogar mal wieder zu Fuß machen. Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt, also hätte jetzt das nicht als Argument gebracht, ich wäre sofort gegangen. Sofort. Nein, das war so eine Elbenkugel. So eine Elbenfiole. Das war kein Auspuff. Wobei wäre auch mal cool, so ein Pferd mit Auspuff. Dann könnte man wirklich von Pferdestärken reden. Sein? Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Du stehlst uns sowieso schon alle Lebenszeit, also. Annehmen, was er hat oder nicht? Yep. Scheiße. Warte, fürs große Hügelgrab sind wir. Oh, ja, noch zu schwach. Das hat man letztens erst versucht. Das war vor zwei Streams, also. Es hätte ja sein können. Was hast du für eine Quest? Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Stufe 17, ja, das kann man noch annehmen. Dreamer-Technik, mechanisches Pferd, tolle Mod. Wo bist du? Ach, keine Ahnung. Sag mal! Verfügbare Aufgabe, Angebot und Nachfrage. Ja, annehmen. Ja, hab ich. Gut. Was hast du für Ich lasse nicht zu, dass man mich ignoriert. Das hier können wir auch einmal annehmen. Was ist nur aus dieser Welt geworden? Alter, was schreibt er uns an mit seinem scheiß Anliegen? Kleiner. Ja. So, Wildschweine töten. Yippie! Wunderbar. Oh. Du für deinen eigenen Keiler. Was? Ich hab dich lieb. Ja, wenn nicht. Ich dich auch. Oh Gott. Was war das denn? Das war zu viel Gefühlszuselei. Oh Junge, wie wär's mal mit Treffen, ey? Hallo, du hast deinen Kämpfergut auf. Jetzt treff auch, du Arsch. Dein Charakter ist nicht für den Bogen ausgelegt. Ist mir egal, deswegen kann man das doch mal mindestens einen Fall nicht versemmeln. Nein? Doch.
Nein. Geil ist eigentlich, wie lange mein Charakter diesmal braucht, um überhaupt anzugreifen. Sorry, meiner greift an, wenn das Ding schon am Boden ist. Da brauche ich nur draufschießen, du Idiot. Weißt du, das liegt vielleicht eher am Spieler als am Charakter. Das habe ich jetzt überhört. Tada. Doch, die Armschweinchen. Auf den Tisch kommt heute ein Eber. So saftig süß. Was? Ja, Eva statt. Epa! Ringelschwanz! 1000 Ema. Augen! Nicht Epa! Eva! Eva! Was würde Frischig jetzt sagen? Das Wort heißt Nukula. Nukula! Spider-Schwein? Spider-Schwein! Oh gut, yeah. Was auch immer ein Spider-Schwein. Gut. Initiative rettet die Wildschweinis. Nö. Wir haben angefangen. Stimmt. Wie oft wollten uns die Wildschweine verprügeln? Ach, tausendmal. Ja. Ich hab schon gar nicht mehr mitgezählt. Epa sind doch die Essen Teile von der Bundeswehr. Echt? Ja, stimmt, hat er recht. Epa. Keine Ahnung. Oder auch, wie heißen sie? Meal Ready to Eat MRA oder von so. Euch. Okay. Ich meine, ich war da auch nie, weil ich halt, lass mal, ich hab Asthma, aber trotzdem. MRA, ja. Meal Ready to Eat. Och. Mütchen, dann nimmst du deine Brille zum Lesen oder was ist da los? Das habe ich jetzt aber. Da kommst du nicht mehr raus. Ich habe das jetzt hier angenommen. Ich habe das jetzt hier angenommen von ihm, ne? Ja, war richtig. Wenigstens was du mal kannst. Können wir jetzt wieder das Pferd benutzen, weil sonst. Ja, sag mal. Ich bin hier gerade dabei, mein Inventar hier irgendwie zu leeren. Inventory. Ja, oh, friss dir erstmal was. Mach ich jetzt auch. Aber pass auf, nicht, dass du zu fett wirst. Der Zug ist doch schon lange abgefahren, Mann. Wie am Schmatzen sind. Aber tatsächlich brauchen wir gerade. Also, wir müssen doch Wölfe töten. Wenn ich die Wölfe finde. Und sammelt Wolfsfälle. Da in diesem Weg Richtung soll Wolf irgendwo sein. Okay. Mal sehen, ob da auch wirklich Wolf ist. Ich sehe gerade nur Bär und nicht Wolf. Ja, Bär lassen wir in Ruhe, weil kein Bock. Ja, natürlich lassen wir Bär in Ruhe. Bär hat uns ja auch nichts getan. Aber ich sehe hier keinen Wolf. Ja. Ich auch nicht. Ich sehe einen Splitterhauer-Prügler. Ein was? Ach, ah, okay. Das sind die Münzbeutel, die wir hier brauchen. Ah, okay. Okay. Ich hab mich einmal verguckt. Oh. Was war das denn? Ich weiß auch nicht. Mein Sohnemann ist weg. Ja, warum? Initiative, Finger weg von Wölfen. Ich bin doch hier. Achso, ach du, was hinter mir? Hallo Mutti. Hallo Sohnemann. Enttäuschung meines Lebens. Ah ne, das Tschüss, war ja Mutti. Dein Vater. Tschüss Mutti. Ach ja, stimmt. Du hast mich ja wenigstens ein bisschen stolz gemacht. Du hast ja mittlerweile ein Pferd. Du hast dich weiterentwickelt. Ja, was ich bis jetzt einmal benutzt habe. Irgendwie habe ich das dumme Gefühl, das werde ich nie wieder brauchen. Also war das eigentlich voll für den Arsch. Was meinst du, wie oft wir das Pferd noch benutzen werden? Aber wenn wir direkt daneben, ne? Ja. Die Quest hat, warum soll man da hinreiten? Ein bisschen Bewegung brauchst du ja auch noch. Sonst verlernst du das Laufen ja irgendwann.
Das macht doch nichts. Ganz schön fies, was will man mit den Wolfsfingern? Oh, das dufte. Du machst mich, ey, heute machst du mich echt fertig mit den Witzen. Ich glaube, Duft hat einen Clown gefrühstückt. Ich will die ganze Zeit was sagen, aber ich darf nicht sagen. Wieso? Oh, flüstert das mir ins Öhrchen rein. Ich kann es dir schreiben. Das kannst du tun. Das kannst du tun. Ich glaube, ich weiß was. Oder? Könnte ich da raten? Das hat was mit Timelines zu tun. Ja, okay. Timelines präsentiert. Was habt ihr gegen Südländer? Nichts Legales. Nein, gar nichts. Oh Gott, das könnte jetzt auch schon wieder scheiß ausgelegt werden. Nein, gar nichts. War doch nur Spaß. Sicher? Ja. Ja, okay, ja, stimmt. So, wo sind denn die Archies? Ah ne, die Archies waren die Spinnen, ne? Archies waren Spinnen, ja. Das ist's. Wir brauchen einen anderen Begriff für die... Trollers! Das waren Trollers. Trollers. Trolla. Ja, aber ich glaube, wir sind hier fertig. Mir zeigt das Ding das nicht mehr an. So. Ja, ich weiß, dass du fertig bist. Oh, warte. Warte, Freizeithut. Oh, so was warte ich. So. Auf meinen Hut. Der ist wichtig, jetzt warte doch mal. Hallo, Daniel hat auch gesagt, ihm gefällt mein Hut. Ey, da bin ich echt zu Fuß schneller, ey. Was mit diesem verdammten Koriander? Initiative schützt die Südländerkrieg. Du bist zu 68% schneller. Ich glaube, ich bin zu... Ah, nee, doch, ich bin auch zu 68% schneller. Eigentlich sind wir echt schnell. Warte mal. Verfügbare Aufgabe. Hat er 2 Stück annehmen? Warte. Was Drohne, benötigt? Was man am Ablehnen und warte, ich gucke einmal. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Bedrohung und was man dagegen tut, annehmen auf jeden Fall. Ja. Rechnung bitte begleichen auch. Ja, kannst du beides machen. Okay. Kaya Sud ist toll. Ja, danke. Ich finde den auch sehr schön. Er schmeichelt meiner Wampe. Stimmt, je weniger vom Gesicht sieht, desto besser. Ja, ist so. Bleibt und hört mich an. Dass sie auch einmal annehmen. Auf der Suche nach der Quelle? Ja. Das ist so, würdet ihr mir bitte für eine Minute eure Zeit schenken? Seid gegrüßt. Oh, ich bin mit dem Pferd übers Feuer gerannt. Das tut ihm gar nichts. Ich meine, vor dem Pferd ist feuerfest. Geil. Guck mal. Einmal abgeben und annehmen. Ja, ich weiß. Angebot und Nachfrage? Was habe ich gerade gesagt? Einmal abgeben und annehmen, bitte. Ja, was soll ich annehmen? Ich konnte nur eins annehmen. Welche? Welches? Irgendwas mit Ranken. Was? Irgendwas, wo man Ranken suchen muss. Warte mal. Gigantische Schatten. Alles klärchen. Wir fordern Hobbitspieße mit Schmidt-Käsestücke. Nein, fordern wir nicht. Laufplätze! Los! Lauf! Frisches, fettes, frisches Fass! Lauf! Du hast dein Pferd nicht echt so genannt. Doch, hab ich! Das war frisches Idee! Da warst du dabei! Fettes, frisches Fass! Echt? War ich dabei? Ja! Das war das Stream, wo... Geistig oder körperlich? Das ist so immer die Frage. Eigentlich beides. Ah, scheiße. Dann habe ich es irgendwie verpasst. Oh, ich mag keine Spinnen. Oh, Spinnen. Das sieht immer schlimm hier aus, oder? Nach Archies. Ah, Wölfe. Hauerplötze. Verpiss dich. Ich frage mich gerade, wann ihr in Mordo gegen Orks kämpft. Oh. Das wird dauern. Das frage ich mich, als wir das Spiel angefangen haben. Ich versuche ja, Kaya immer noch davon abzuhalten, dass er direkt nach Mordor reinrennt.
Da ich nicht weiß, wo es ist, wird es schwierig, aber wenn ich es wüsste, würde ich es tun. Guck auf die Karte, dann weißt du, wo es ist. Also, wenn ich mich hier mit der Karte auskenne, hinterher lande ich in Bielefeld oder so. In Initiative, Finger, wer kommt raus? Im Osten. Im Osten? Im Osten. Nahe Berlin, weißt du? Ja. Einfach weiter als Berlin. Ey, übrigens, irgendwo hinter der Grenze. Ich hatte die Tage immer mit dem Bruder von Uli telefoniert, hier mit dem Uwe. Mhm. Ja, wo Andi das Auto zerschrottet hat. Ja, ja. Der hat eine Bekannte in Celle. Sprich, wenn er da mal wieder jetzt irgendwie hinfährt, dann wäre das gar nicht mal so abwegig, dass man sich dann schon mal eher sieht als irgendwie in 200 oder so. Wenn das natürlich für euch okay ist, das ist natürlich immer die Frage. Nein! Wobei, doch, da kann ich dich endlich im Garten verschachern. Naja, Bielefeld passt ja zu ihm. Ja, stimmt. Nee, ich wohne nicht in Bielefeld. Ja, aber in der Nähe. Bielefeld ist ja gar nicht so weit weg von dir. Ja, ich wohne aber nicht im Kreis Bielefeld. Also bitte. Ja, aber Bielefeld ist in deiner Nähe. Ich bin Lipper. Ja, aber Bielefeld ist immer noch in deiner Nähe. Ja, und Junge. Ich hasse dieses verdammte Bielefeld. Das ja, ich hasse Hannover auch. Und? Es ist auch nicht... Ja, es ist weiter weg als... Ne? So weit ist Hannover nicht entfernt. Da ist nach Bielefeld aber näher und ich will da nicht hin. Ja. Sorry, ich glaube, das war das letzte Mal privat in Bielefeld. Das ist garantiert 6-7 Jahre her. Weil... Ich musste in Hannover zur Schule. Ja, ich hatte keine Wahl. Das war ja auch nicht privat, das war ja gezwungen. Ja, leider. Von der Welt. Bielefeld, da möchte man nicht tot über den Zaun liegen. Tot über dem Zaun liegend aufgefunden werden, so. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war bisher ein einziges Mal in Bielefeld. Dann falls das mal so weit sein sollte. Und das war, glaube ich, um nach einer Sparkasse zu suchen. Hallo? Ja, hi. Wie geht's? Sage ich natürlich frühzeitig Bescheid und dann könnt ihr sagen, es passt oder es passt nicht. So einfach machen wir das. Ja. Ich grab schon mal die Grube aus. Ja, schön. Sehr schön. Soll ich dir einen Spaten mitbringen? Oh ja, das wäre super. Wobei, nee, eigentlich haben wir hier noch einen. Warum wechselst du einfach den Gegner? Hallo? Was hab ich denn? Nicht was du! Fühl dich doch so nicht immer angesprochen. Ja, weil immer, wenn du irgendwie böse wirst, meinst du eigentlich immer in der Regel mich? Nee, eigentlich nicht. Ach so. Also habe ich jetzt einen Freifahrtschein oder nein. Wie? Nein. Schön, dass du dir einig wirst. Ja. Nein, wirst du nicht. Eigenartig. Irgendwie eigenartig. Was? Nee, alles gut. Was ist eigenartig, mein Sohn? Sprich zu deiner Mami. Ach, Mutti. Du darfst zwar alles essen, aber nicht alles wissen. Nee, leider darf ich auch nicht alles essen. Nein, ich habe eigentlich nur davor mich hin dumm gefaselt. Das tust du doch immer. Sobald du den Mund aufmachst. Ja gut, dann halte ich halt Maul. Dann halte ich halt das Maul jetzt. Dann sage ich halt gar nichts mehr. Ach, die brauchen wir ja gar nicht mehr. Ab jetzt, mal gucken, wie lange das anhält. Oh, ist das schwierig, die Fresse zu halten. Das war ja nicht lang, ne? Das war so schon ja, ruhig. Ich könnte... Okay, gut. Das ist eine Spinne. Kümmer dich mal drum. Seh nichts, da ist ein Baum zwischen. Eben Baum stehen, ist aber auch irgendwie komisch. Ja, so ein bisschen. Ein bisschen seltsam ist das schon. Ich sag dir, wir sind alle bekloppt, wenn das Idefix sieht. Stimmt, Idefix mag es ja nicht, wenn Bäume gefällt werden, ne? War das so?
Oder war es einfach nur, wenn... wenn irgendein Stein neben ihm landet, so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ist einfach zu lange her. Mensch, er hält echt mal gut durch. Diese Stille ist schon echt so ein bisschen beunruhigend. Echt unheimlich. Auch mal ganz beruhigend. Wenn die eben Ide fixieren, dann ist er das Bolognese Miracoli. So. Dann gucken wir mal, welche Aufträge wir mal rausnehmen. Erstmal auf, mir eine zu klatschen. Überhaupt durch? Alter, wie lange der das durchhält? Erstaunlich. Aber Ohrfeigen darfst du mich dennoch nicht, ne? Ich bin immer noch deine Mutti. Ich heiße euch willkommen, Wanderer in den Wäldern. Achso, und du hattest übrigens beim letzten Mal gefragt. Hier ist Goldbeere übrigens. Und beeil dich, das Ding geht auf Zeit. Ach, was. Na? Was muss ich denn machen? Den Eimer nehmen? Achso. Okay. Ach. Weißt du, blind wie ein Maulwurf, ey. Sieht nichts, was vor der Nase ist. Soll ich wieder ruhig sein? Wie? Pff. Was ist das denn für eine Aussage? Und die steht da den ganzen Tag rum. Nee, ich meine, das ist tatsächlich ein Charakter, der sogar hin und her wandert. Die steht, meine ich, sogar mal woanders. Ja, toll, das macht's. Auch. Das machen alle. Ja. Aber trotzdem. Aber ich meine den, dessen Namen nicht genannt werden darf. Ah, Voldemort. Ja, den meinte ich. Ja, genau. Voldemort. Wieso können wir eigentlich nicht das Pferd nehmen? Weil wir das Wasser tragen. Deswegen können wir leider nicht das Pferd nehmen. Weil sonst verlierst du den Wassereimer. Und du musst das alles nochmal von vorne machen. Du Scheiße. Ja. Da stimme ich dir tatsächlich mal zu. Baby Yoda, 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 Baby Yoda. Ja. Der Baby Yoda Song. Sind wir hier richtig? Ich weiß es doch nicht. Sind wir bei dir richtig? Nein. Sind wir bei dir da hinten richtig? Oh, bitte ja. Bitte. Ja, sind wir. Oh, ich scheiß Schluck auf. Warum belästigt ihr mich? Na, super. Ja, scheiß Magenprobleme. Ich muss gleich mal von oben die Magentropfen runterholen. Quest annehmen? Was wollt ihr? Ja. Ja, nee, ich habe die Suche nach der Quelle. Nee. Achso, nee. Hä? Das wurde mir gar nicht angezeigt. Warum belästigt ihr mich? Bei mir nicht.
Nö, bei mir nicht. Hast du die Aufgabe zwischendurch verkackt? Nein, ich kam noch mit einmal so im Hin. Oh. Ich hab gestern den zweiten Essfilm gesehen und muss sagen, der war echt gut. Aber ich trau mich an Ess nicht ran, ne? Kommt doch an welcher jetzt? Der Originale oder der, die Neuauflage? Mhm. Ah! Das weiß ich nicht. So, warte mal. Okay, pass auf, du holst dir kurz deine Magentropfen und ich versuche mal kurz meinen Schluck auf loszuwerden. Okay. Bis gleich. Der neue. Ah, okay. Ja, okay. Der war in Ordnung. Ja, während er versucht, seinen Schluck auf loszuwerden, ich hole kurz die Magentropfen und bin gleich.